Da zum Beispiel? Wenn ich den Teppich über die Metallspitzen werfe, könnte ich ganz locker rüberklettern. Damit wäre ich allerdings im Sichtfeld der Überwachungskamera und der Pförtner würde mich entdecken. Ich muss also auf eine günstigere Gelegenheit warten. Aha, einige Minuten später. Zack. Wir müssen doch nicht in die Tonne, wir müssen einfach doch da drüber klettern. So. Du, du, du. Jetzt oder nie? Na dann, mach hinne. Mach hinne, habe ich gesagt. So. Rüber mit dir. Geschafft. Jetzt muss ich irgendwie ins Institut kommen und das Büro von Professor Hartmann finden. Ich bezweifle ja irgendwie, dass das die einzige Überwachungskamera sein soll am Eingang. Aber na gut. Gucken wir mal, was passiert. Das Teppichluder. Mit Teppichen kennt sie sich aus. Die kennt sie alle. Die kann schon die Fasern bestimmen, die in dem Teppich eingeordnet sind. Verdammt, jetzt ist der Verschluss vielleicht fest. Ich bekomme den Schlauch nicht ab. Das ist natürlich doof. Ein schlampig aufgerollter Schlauch. Gut. Den können wir wahrscheinlich nicht mit der Hake darunter machen. Wir haben noch ein Handy mit dabei. Okay, wir merken uns, dass hier ein Schlauch ist, den wir wahrscheinlich später brauchen. Was ist denn mit der Leiter hier hinten? Keine Müllmänner, das wird alles automatisch hier. Berlin ist da sehr, sehr modern. Da wird wirklich alles per Funk gemacht. So, hier fliegt auch die ganze Zeit ein einziges Blatt runter von dem Baum. Das Schild ist mit vier Schrauben am Baum befestigt. Ohne Werkzeug ist da nichts zu machen. Okay. Das ist eine gewöhnliche Rosskastanie. Baum des Jahres 2005. Woher ich das weiß? Es steht auf dem kleinen Schild. Gut, wir brauchen also auch noch ein Schraubenzieher. Lola, etwas Vergleichbares. Da oben ist ein offenes Fenster. Kann ich das so machen? Die Leiter war zwar niedriger als das Fenster, aber man kann es ja probieren. Von wem stammt eigentlich der blöde Spruch, dass es auf die Größe nicht ankommt? Bestimmt von einem Mann. Diese Klappleiter hier ist auf jeden Fall zu kurz. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Aber das ist ja nicht schlimm, denn hier steht ja noch eine Kiste, die wir uns einfach mal nehmen. Das kommt davon, wenn man sein Werkzeug einfach so in der Gegend rumstehen lässt. Eine rollig aufgeschlauchte Schlampe. Eine Aufbewahrungsbox aus Plastik. Die habe ich bereits komplett leer. Okay, sie hat die leer geräumt. Wir haben eine Gartenschere und Handschuhe. Ich weiß nicht, ob wir mit der Schere hier das Schild abmachen können. Ich probiere es einfach mal. Genau. Nächstes Mal reißt sie lieber mit einem Hubschrauber an. So. Zu groß für die kleinen Schrauben. Okay, zu groß. Gut. Auf die Größe kommt's an, hat sie ja eben selber gesagt. Dann marschieren wir durch den Haupteingang ins Gebäude spazieren? Der Pförtner würde mich sehen und rauswerfen. Ja, und? Es gibt bestimmt noch einen unauffälligeren Weg hinein. Ja, da oben, ne? Ah, ich kann bestimmt hier den Schlauch abschneiden, oder? Och, da ist ein Frosch in meinem Hals. Freiheit für Gartenschläuche! Oh Gott, Entschuldigung. Das war wirklich schlecht. Eieiei. Freiheit für Gartenschläuche! Das ist ein Schlauch, kein Lasso. Ich knote den Schlauch so gut es geht an der Hake fest. Da machen wir halt ein Lasso draus. Da draus kann auch nicht mal MacGyver einen Wurfhaken bauen. Der Schlauch ist zu starr und die Zinken der Hake viel zu klein, um irgendwo hängen zu bleiben. Die hat aber auch an allem was auszusetzen, statt es einfach mal zu probieren. Ach Mensch, so, okay, das funktioniert also nicht, sagt sie mir. Die olle Zippe. Von wem stammt eigentlich... Ja, ich dachte, du hättest deine Meinung vielleicht geändert. Was haben wir denn hier noch? Wir haben da die Plakette, da den, das Ding da. Das stimmt, sie könnte den Pförtner tatsächlich bestechen. Wenn er denn aufzugeben, ist überhaupt steht. Nicht mein Ding. Hier gehe ich erst wieder ist weg, wenn ich das Büro des Professors und einen Hinweis auf seinen Verbleib gefunden habe. Diese Arbeitshandschuhe sind mindestens drei Nummern zu groß für meine zarten Hände. Die ist aber wirklich sehr von sich eingebildet. Ich weiß, warum der Freund nicht mehr ihr Freund, sondern Ex-Freund ist. So. Das musste doch jetzt mal gesagt werden. Kann ich vielleicht den Teppich hier in die Türe hängen? Das wäre auch noch gut gewesen. Ja. Tja, was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich kann ja hier auch nichts tun.
Was habe ich denn hier noch mal in meinem schauen, Portemonnaie? was drin ist. Genau, guck mal nach. Was ist das? Ach, das ist ein Foto. Ich dachte, das wäre irgendwie irgendwas aus dem Drogeriebereich. Das Foto habe ich immer bei mir. Es soll mich daran erinnern, wofür ich mich täglich abschufte. Die Erfüllung meines Kindheitstraums von einer hübschen, kleinen, weißen Segeljacht. Ja, wenn sonst nichts ist, ne? Oh, guck mal, 2-Euro-Münze. Ich habe eigentlich nie viel Bares dabei. Nur die 2-Euro-Münzen hebe ich auf und packe sie in mein Segeljacht-Sparschwein. Lass mich überlegen, ich kann bestimmt jetzt hiermit das Schild abmachen, oder? Natürlich. Diese Münze ist etwas zu dick für die Schlitze der kleinen Schrauben. Ach man, da ist ja überall was dran zu hängen. Erst für das Schließfach am Flughafen, wo ich mein Reisegepäck verstaut habe. Okay, und was hast du hier noch? Weltenbummler wie meine Wenigkeit bevorzugen elektronische Zahlungsmittel. Aber natürlich. Kann ich denn damit das Schild abmachen? Ich brauche etwas Stabileres, um die Schrauben zu lösen. Mein Gott, stellt die sich an. So, lalala. Gut, das funktioniert nicht. Kann ich das irgendwie kombinieren? Das Foto wird uns auch nicht viel bringen, glaube ich. Okay. Schade. Ich dachte, das würde jetzt vielleicht Aufschwung geben. Ansonsten könnte man die Hake plus X an die Leiter dran dingsen. Ja, das habe ich eben auch schon überlegt, aber irgendwie möchte sie nichts davon haben, an dem Ding dran. Ich habe den Chat verlassen. Ich bin eigentlich noch da. Eigentlich. Kann ich die Karte hier irgendwie verstärken mit irgendwas? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Kann ich mir was... Diese Arbeit... Ja, das hatte ich schon eigentlich genauer angeguckt. Eine robuste Heckenschere für echte Handarbeit. Hier hat die Elektrizität also noch nicht Einzug gehalten. Okay, zerschnibbeln kann ich meine Karte ja bestimmt nicht. Wer braucht da noch einen Bolzenschneider, wenn es die Heckenschere auch tut? Die Ketten an der Leiter wurden fein säuberlich durchtrennt. Was? Aufgeklappte Leiter? Mit der Gartenschere? Okay. Lassen wir das so stehen. Die aufgeklappte Leiter ist zwar lang genug, aber zum Hochklettern viel zu instabil. Ja, das ist ja auch nicht richtig, was du hier getan hast. Ich schiebe die Hake durch die Sprossen der beiden Leiterschenkel und fixiere das Ganze mit dem Gartenschlauch. Okay, das nenne ich mal eine stabile Leiter. Gut gemacht, Sam. Und die hat sie natürlich in ihrer Handtasche, oder was? Ist Fensterl nicht was Bayerisches, das eigentlich nur Männer machen? Glück gehabt, die Luft ist rein. Oh Mann. So, alles klar, Aktenordner. Es muss ja nicht immer alles in der Gegend. Hier steht ein Karton mit leeren Aktenordnern. Leere Ordner, nutzlos. Gut, da sind leere Ordner. Hier haben wir Papiere liegen. Sehr unauffälliger Einbruch. Formulare und Aushänge der Fakultät. Für mich uninteressant. Nichts, was ich brauchen könnte. Okay, sie will es trotzdem nicht mitnehmen. Abfalleimer. Und da haben wir sie. Die Ausnahme von der Regel, dass man in Mülleimern und Papierkörben grundsätzlich etwas Nützliches findet. Doch, natürlich habe ich so eine lange Handtasche. Selbstverständlich. So, okay. Wir gucken uns mal den Getränke-Snackautomaten an. Ohne Moos, nix los. Lalalala. Ein Snackautomat. So. Jede dieser kleinen Kalorienbomben kostet 1,99 €. Guck mal, wie passend, dass ich hier unten... Und dann bekomme ich nämlich ein Centstück und das ist bestimmt klein genug, um dieses Schild unten abzuschrauben. Man lebt nur einmal. Ich nehme eine Tüte Cracker. Mein so. Snack und ein Cent Wechselgeld. Okay, das will ich direkt mal ausprobieren. Geh raus hier, mach schneller. Danke. Okay, gucken wir mal, ob ich mit der Centmünze das Schild abmachen kann. Mit der kleinen Münze könnte ich die Schrauben lösen. Ja, dann mach das doch. Ha. Na, wer sagt's denn? Bingo. Bingo. Gut, wer weiß, wofür wir das brauchen. Gucken wir mal hier an die Tür. Das Büro von Professor Hartmann. Abgeschlossen wahrscheinlich. Lässt sich nicht öffnen. Oh, da hat das Spiel kurz gehakt. Lässt sich nicht öffnen. Ich kann ja hier mit meinem Schließbankschlüssel. Falls die Tür nicht verschlossen ist, könnte dieser alte Trick tatsächlich funktionieren. Oh. Oder auch nicht.
Fast hätte es geklappt, aber dann ist mein wunderschönes Plastikgeld zerbrochen. Es ist alles so furchtbar. Zerbrochene Kreditkarte. Das ist natürlich doof gelaufen. Okay, wir haben hier noch eine Türe. Und da hinten ist auch noch eine. Das Büro gehört Lieschen Müller. Lieschen Müller? Ach du meine Güte. Oje. Zu viel Bier, zu viel Wein in meiner Handflasche? Nee. Das ist nicht das Büro von Professor Hartmann. Ja, aber da ist doch Lieschen Müller drin. Ich wollte doch mit Lieschen Müller sprechen. In dem Büro arbeitet ein gewisser Dr. Fritz Schneider. Aber natürlich. Das ist nicht das Büro von Professor Hartmann. Ich weiß es doch. Gut, da müssen wir gucken, dass wir in das Büro reinkommen. Vielleicht mit der Gartenschere? Wer weiß? Wie soll ich sagen? Google doch mal bitte Tür mit Heckenschere öffnen. Kann ich mit das dem Schild funktionieren. Das öffnen? Darauf verwette ich meine Segeljacht. Jetzt bin ich aber erleichtert. Okay, dann gehen wir mal okay, rein da. Okay, Sam, finde jetzt verdammt nochmal irgendeinen Hinweis, wo dieser treulose Professor steckt. Dann kommst du vielleicht doch noch zu deiner Reportage, einer Gehaltserhöhung und der Segeljacht. Schon wieder so ein schöner Teppich hier. Da liegt eine Flasche umgeworfen. Das sieht nicht so aus, als wäre der gute Herr freiwillig gegangen. Aber gut, wir gucken uns mal um. Ich weiß, da steht ganz groß Schreibtisch und Papierkorb und so. Aber erstmal gucken, was es hier überhaupt gibt. Aktenordner. Schauen wir mal da rein. Ordner mit Unterlagen der Studienprojekte und Expeditionen des Professors. Vielleicht finde ich ja hier eine Spur. In diesem Fach sind Projekte beginnend mit der Buchstabenkombination ARJ abgelegt. Ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt. Es würde sonst ewig dauern, alle Ordner nach Professor Hartmanns aktueller Expedition zu durchforsten. Und ich habe alles außer Zeit. Okay, dann guck halt in den Papierkorb. Ganz oben auf dem ganzen Müll liegen ein paar quasi ganz frische Papierschnipsel. Okay. Obendrauf liegen Papierschnipsel. Die das hast schaue du gerade ich mir mal gesagt? Genauer an. Ich hab, was ich brauche. Okay, super. Dann gucken wir mal auf den Schreibtisch. Das Klischee spricht Professoren zwar jegliche Ordnungsliebe ab, aber das hier geht dann doch eindeutig zu weit. Hartmann muss völlig überstürzt aufgebrochen sein. Mein Schreibtisch sieht wesentlich schlimmer aus. Außer, dass hier eine Flasche umgekippt ist und ein paar Unterlagen hier liegen, ist doch da gar nichts. Ein Stapel Hausarbeiten, Botanikbücher und Schreibutensilien. Danke, aber das hilft mir im Moment auch nicht weiter. Okay, na dann gucken wir uns halt mal die Schnipsel an hier. Ein zerrissenes Fax? Mal schauen, ob ich es wieder zusammensetzen kann. Gut, kann ich das drehen? Ein Papierschnipsel. Ja, das weiß ich. Kann ich das drehen, ist die Frage. Ah, da, okay. So, drehen, drehen, drehen. Dahin. Na. Flup. Ich finde das Spiel gar nicht so schlecht. Es ist halt ein typisches, einfaches Adventure bisher. Aber das finde ich immer so lustig, dass hier einfach Logik nicht unbedingt zählt. Das ist ähnlich wie beim Wimmelbildspiel. Aber auch irgendwie anders. Also nicht. So. Ach, da liegt noch was drunter. Wo ist das Stück hier? Das muss die linke obere Ecke des Dokuments sein. Ein perfekter Ausgangspunkt. Den Schnipsel lasse ich besser so liegen. Okay. Warum lässt sie die anderen denn da nicht so liegen? Weil das stimmt ja definitiv auch. So, das stimmt auch alles. Dann stimmt hier wahrscheinlich was nicht. So. Seine Forschungsgruppe hat dem Professor ein Fax geschickt. Sie haben eine bislang unbekannte Tierart entdeckt. Cool. Aber wo genau, verdammt? Hier steht leider nur ein Code. GHN7531. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Okay, GHN... In dem Fax, ich muss... Ja, das hatten wir schon. GHN7531. Das heißt, hier muss wahrscheinlich irgendwo oder da ein Ordner mit sein. Diese Akten haben die Kennung CGL. CGL? Diese Akten haben... Was haben wir hier für welche? Auf diesen Ordnern steht GHN. Das ist doch schon mal gut. In diesem Ordner mit der Beschriftung GHN7520 bis GHN7535 müssten sich Aufzeichnungen zur aktuellen Expedition befinden. Ja, dann guck mal. So. Treffer!
GHN 7531. Die Expedition.